Willkommen zurück zu Shin Megami Tensei's Digital Devil Saga. Ich habe ein bisschen trainiert, gerade noch ein Stoma-Spray aktiviert, wir sehen. 64 Surf, lernt mittlerweile Cruel Leader, er lernt Soul, einfach weil das Geld fehlt, um ihm auch 0 Death beizubringen. Sie lernt 0 Death. Aufgrund dessen, dass Cheetahs noch nicht kann und Angela auch noch nicht beherrscht, machen wir jetzt nicht weiter im ersten Side-Quest-Gebiet, dann beginnt das nächste. Also wir haben zwei Side-Quest-Gebiete offen. Einmal heißt es Manipura Waterways und einmal Anahata Waterways. Wir gehen jetzt in die Anahata Waterways, also die Solid Zitadelle, wo bestimmt wieder der Emulator rumspinnen wird, aber das ist so schlimm. Ja, was habe ich denen jetzt so gesetzt? Hat sich nicht viel getan, er kann nicht Xanadu, aber das auch nur, bis ich was Besseres finde. Also Hita zum Beispiel mit Xanadu und Taunt immer noch zwei Freiflächen. Obwohl Taunt lasse ich gern drin, weil einmal kam der Omoikane und das waren 50.000 geschenkte Erfahrungspunkte. Leider kam man zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Mantras schon so gut wie voll waren, beziehungsweise ich keine hochrangigen Mantras drin hatte. Deswegen nicht so viel vom Atma-Bonus profitiert habe, aber dennoch. Also wir machen jetzt nicht im Tempel weiter, wenn wir jetzt erstmal. Wir gehen jetzt in die Zitadelle. Ich könnte auch erst die Spitze des Turms erreichen. Wenn ich die erreicht habe, dann gibt es einen weiteren Kick, könnte man sagen, wo dann ganz viele Sidequests aktiviert, noch weitere Sidequests aktiviert werden. Da hätten wir die alle gemacht, aber machen wir jetzt ein paar. Wir machen nach dem Anahata Waterways direkt die Manipura Waterways. Und wenn wir das geschafft haben, machen wir ein bisschen im Tempel weiter bis zum höchsten Stockwerk vor dem Endboss. Ja, dann gehen wir zurück und machen die Sidequests, die dann offen sind. So, so mal gucken. Wenn hier weitergeht. Wir wissen, hier war ein Simulator nicht immer ganz wohlgesonnen. Ach, ist gleich Max, dann werden wir mal. Ne, geht gerade runter. Habe ich noch Zellen zu verkaufen? Wie kriege ich denn so? Vielleicht verzichte ich aufs Geld und mache ein paar Kämpfe mehr. Wenn man jetzt schon mal. Hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen beeilen können. Naja, was soll's. Das bisschen Geld verzichtet, dann reicht auf jeden Fall um Heat dann schnell noch 0 Death bei, zumindest kostet 500.000. Ich bekomme jetzt schon im Karma-Tempel 40.000 pro gewonnenen Kampf. Sollte das hoffentlich hier nicht ganz anders aussehen. So, Teleport zu Citadel 2. Und wo ich mich damals ja gefragt habe, warum da ein großes Terminal ist. Das reicht das ja am Anfang. Und dann das hier, theoretisch hätte dort auch ein kleines sein können, weil in der Mitte, da muss man ja nie hin. Doch, man muss da einmal hin, und zwar für das Sidequest, was wir jetzt vorhaben. Da gibt es hier einen Weg nach Westen. Das war eben immer schon. Weil da war ich schon gewesen und habe gesagt, da gibt's nichts. Doch, da gibt's natürlich was, das wusste ich auch schon, aber Spannung aufrechterhalten. Da gibt's jetzt eine Leiter. Hört schon wieder Musik der Samsara-Tunnels, denn auch hier gibt es einen Eingang. Das war die Stana in Aina, auch hier in Anahata, dann gibt es auch noch einen in Manipura. Vielleicht gibt es auch noch einen in der Embryon Base. So, gucken wir mal, welchen Weg wir gehen wollen. So, wo sind wir? Das sind Northern Tunnels 2, genau. Mittlerweile sind wir auch so weit, wenn wir jetzt keine Schlüssel mehr hätten. Wenn wir jetzt noch alle Schlüssel nicht hätten, dann würden wir ja gar nichts schaffen. Hier steht, die Gegner sollen ridiculously easy sein. Dann ist das noch kein. Anscheinend ist das kein Spezialgebiet, sondern wir hätten hier schon viel eher hingehen sollen. In Manipura Waterways werden wir dann richtig baden gehen. Hier ist keine Zahl, wir können nicht zu den anderen Samsara-Tunnels gehen. Finde ich ein bisschen schade, dass man nicht gesagt hat, wir machen einfach überall was, aber na gut. Also was steht hier? The enemy is here incredibly easy, so you shouldn't really have much in the ways of problems moving through this area. Just make sure to have some fire and electric attacks on hand. However,
Every so often a pair of samurai will show up as reinforcements. They aren't worth the trouble to fight, so I heavily suggest you simply use quick escape and get the heck out of Dodge. Na dann. Also gelbe Wand, rote Wand, ist alles dabei. Keine Zeit für Telefone. 4 Tage nicht aufgenommen und ausgerechnet jetzt, wenn wieder Spiele klingelt das Telefon. Nidhogg-Röhrding gibt es auch. Ich habe ja noch keine Schwäche. Ist aber physisch treffbar. Der ist wahrscheinlich tot. Noch nicht. Wie viel Leben hat der denn? Ich glaube, das ist die starke Version und nicht die schwache. Es gab ja damals im Bosskampf, wenn einer auch zwei die schwachen und starken. Oh, Gott sei Dank, krieg ich nicht noch zurück. So, da ich weiß, wo gegen der noch schwach ist, mache ich einfach mit Idola. Was ist das immer? Ich hab ja natürlich Freeze Strain, das ist schlecht. Die Delle zu Feuer. Feuer steht hier nicht. Probieren wir mal. Gut. Da haben wir schon das Paar von Samaels. Poison und Mute ist die Schwäche. Okay, haben wir alles nicht. Sehr schön. Weil die können schon nicht mehr zaubern. Ja, ich probiere es erstmal. Über einfrieren. Leider nicht. Aber ich werde gleich speichern. Die können natürlich mit Gate of Hell richtig schlecht dastehen lassen. Oder mit sowas. Wir haben 2 Züge pro. Sucks to be you, I guess. Sucks to be you, I guess. Also, wenn das dann nochmal kommt, rennen wir weg. Das kriegen wir nicht nochmal an, ist ganz klar. Expel werfen die zurück, dann brauchen wir es gar nicht machen. Ah, das war Blödsinn. Friert ihr denn nicht ein? Ich kann mal wissen, was so eine T kostet. Mal Revert oder Revert. Und wir können es nie einsetzen. Oh je. Haben die uns gegrittet oder warum sind die nochmal dran? Rennen wir mal weg. So, ich habe gekauft hier Revival Orb. Ist wie Revival Gem, nur dass es wieder verwendbar ist. Das heißt, wir brauchen nie wieder irgendwelche anderen Revival-Dinger hochkaufen. Die Gefahr, dass wir dann trotzdem tot sind. Oh, 2-mal gemutet, sensationell. Das kannst du nicht. Nicht. Sehr schön. Verschwenden ihre Züge. Bei mir wird dann einfach da. Ich kann die gar nicht auswählen. Ich habe die Möglichkeit gar nicht sowas zu verschwenden. Reicht das? Die Züge verschwenden reicht auf jeden Fall.
gesehen. Das machen wir nicht nochmal mit dir, die Kampf gehen, wenn die beiden kommen, also das nächste Mal schneller weg, als wir gucken, ob wir uns angucken können. Irgendwann werde ich Agila noch Salvation beibringen, das ist dann dasselbe wie Megaran, nur das gleiche, sowas wie Mute mitteilen würde. So wie ein halber Bosskampf hier. Halbe Gefahr. Mute ist auch was, das hört von alleine nicht auf. Das wird hier schlechter gehen. Also für 2600, da machen wir das definitiv nicht mehr. Also da kriege ich ja. Krieg man unter 4000 im Karma-Tempel. Katastrophe. Hier ist gar nicht so lang bis zum Boss. Cool ist vor allem, was passiert, wenn wir da den Boss besiegt haben. Dann kommen wir in ein richtig gutes optionales Gebiet. Dann machen wir wieder nach unten. Also bei so einem Gegnern, die wir bisher gesehen haben, werden wir uns hier nicht häufig nicht mehr rumärgern als nötig. Ich sehe kein gutes Trainingsgebiet. Bei den ganzen Temperaturen derzeit schwitze ich auch ganz schön hier. Nicht von den Gegnern, nicht vom Spiel. Publikum, ich schwitze nur für Sie. Sieht doch aus wie ein Tauchgebiet. Wir haben mal gesagt, wir müssen noch ein paar Mal tauchen. Einmal was zum Weiterkommen, einmal was für den sehr wichtigen roten Schlüssel. Aber, Plot Twist. Wir müssen hier gar nicht tauchen. Bye-bye. Come on, your ass is mine. Wer will's aber wissen? Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Counter gibt, wenn man flieht, wird der nicht so weit zurückgesetzt, wie wenn man Gegner besiegt hätte. The door is too mishappen to open properly. Ich denke, jetzt hätten wir ja nochmal was zu tun. Goodies. Great Chakra. Magic Noise, sehr schön. Was gibt's hier? Logic Cell. Layer Cell ist besser, die gibt mehr, aber Logic Cell sind auch gut. So, einmal du und einmal du. Ich könnte natürlich auch immer was geben, weil der Magiewert so zurückhängt, aber ich werde einfach physisch skillen. Später lernt der Ragnarok, das ist ein physischer Allmächtig-Angriff, das heißt, kann der Gegner nicht blocken. Yeah.
scheint hier, durch das Estoma, scheint hier kein anderer Gegner zu kommen. Also es gibt hier definitiv noch andere Gegner als Nidhoggr und Samael. Vor allem ist das das Gebiet, wo ich früher diesen High-Pixie-Trick gemacht habe. Ich habe ja mal erzählt, mit der Queen Map rufen und immer wieder warten, bis eine neue beschworen wird. Das habe ich damals hier gemacht. Kleines Terminal. Also wir müssen hier definitiv auch noch tauchen und das müssten wir auch ziemlich sicher noch in der Folge schaffen. Gerade ob wir noch einen Fieldhunt machen können. Fieldhunt scheint es hier keins zu geben. So, dann brauchen wir auch den roten Schlüssel. Gut ist, das große Terminal ist am Anfang gewesen, das heißt, der Rückweg wird nicht besonders lang werden, denn es ist einfach einmal Teleport. Jedoch da, wo wir rauskommen, wenn wir hier fertig sind, können wir Magic Noises farmen. Eine sehr gute Sache. Natürlich muss man sich sagen, wenn man das Gebiet einmal verlassen hat, der Weg dorthin ist dann wieder weit. Natürlich, je stärker wir werden, umso weniger Gegner kommen wirklich bei Estoma Spray. Aber ich spiele heute auf dem besseren Computer, auf dem langsameren, wird das bestimmt wieder sich ein paar Mal aufhängen. Vom Darathon ging zwar, aber die Leitergebiete waren auch verbuggt. Wo wir dann rauskommen, ist richtig verbuggt und die Zitadelle bis dahin ist auch nicht so ganz ohne. Schon wieder einmal ist Thomas Spray rum. Ich kann nicht so mit, wenn ich so viel laufe. So, was machen wir? Wo müssen wir denn jetzt hin? Speichern. Da geht's dann hin. Dann gehen wir gleich tauchen. Dann gucken wir uns mal schnell ein schönes Gebiet an auf der anderen Seite. Eine schöne Kiste hier. Dreimal Ongi Oki. Direkt los mit Megidolan. Was steht hier? Quickly revert, surf in agility human form and pick them off until one is left and leave them alive. What you want to do is keep on killing off all but one of the Ongi Oki and let them. Okay, also sie sollen Reinforcements rufen. Achso, die können Power Noises hinterlassen, das ist der Sinn. Können wir eigentlich mal machen. Mal gucken wir mal, ich weiß gar nicht, was die schwach sind. Finden wir schon raus. Habe ich den einen noch tatsächlich noch gekrittet? Ich merke gerade, es sollte ihn mal ausweichen, ich bin fast tot. Was? Aki? Ah, trifft sogar noch die Schwäche. Abi ist jetzt wirklich ein bisschen wenig. Wenn man nur eins abzieht, dann wird das hier
sehr anstrengende Fresshunde werden. Irgendwann muss aber ein HP sein. Ich weiß gar nicht, wo die Gegner noch auftauchen. Ongyuki kann theoretisch, wie ich hier sehe, auch sehr schwach gegen gar nichts. Schön, die gibt es auch im Karma-Tempel. Wir haben uns ja noch nie auf unserem Weg gelaufen. Gucken, ob der Reinforcements ruft. War ja ein Boss bei Loot, sowas soll, bin ich einmal gestorben. Komm, jetzt ruf mal Reinforcements. Ich will nicht so wirklich. Gib ihm noch zwei Runden, wenn er dann keinen Reinforcements ruft, wird er sterben. Das ist, glaube ich, auch die einzigen, von denen man Power Noises bekommen kann. Ja, schon mal nicht schlecht. Das Power Noises, Vital Noises, Magic Noises eigentlich immer die besten. So, eine Runde gebe ich dir noch, dann ist meine Geduld auch erschöpft. Tatsächlich hat es doch noch gereicht. Jetzt ruft Reinforcements in an. Genau. Das ist nicht lächerlich, was die hier in Angriffen drauf haben. Das ist absoluter Witz, wie ich finde. Wir rufen jemanden in ihren Sonderrunden Reinforcements. Der holt sich aber auch in die Runden einen extra Zug. Genau, sehr schön. Das ist, glaube ich, der sechste. Also ich will jetzt wohl nicht mehr frieden, aber ich will noch ein bisschen warten. Oh, weia. Holy shit. Jetzt werden wir mal doch nicht mehr so lange warten. Vor allen Dingen Agilla, die hat doch von den einen gefressen. Die sollte nicht sterben. Die ganzen AP-Putz. Einmal angefangen hat hier mit Mamodoren, was das Herz hier ausrutscht. Eine Runde gebe ich dir noch.
Sonderrunde? Kann nicht. Jeder hinterlässt 1003 Power Noise. Das ist doch auch mal nicht schlecht. Zu neues Mantra. Davon. Heat ist nicht wirklich viel besser als Surf darin. Surf hat wirklich viel mehr Statuswerte als Heat. Ja, Heat. Surf hat auch die ganzen Noises bisher bekommen. Deswegen verzerrt sich das Ganze natürlich ein bisschen in der Darstellung. Jetzt habe ich 348.000. Für Heat brauche ich 500.000, um 0 Dev beizubringen. Ja, trotzdem mal speichern, aber reicht noch nicht. Aber echt tauchen. The oxygen tank is required to advance. Equip the oxygen tank. Yes. Eine der längeren Passagen. Ich muss mal schnell was gucken. Es gibt doch theoretisch noch eine vierte Passage, die ist ja gar nicht aufgelistet, wie ich sehe. Finde ich etwas komisch. Gucken wir mal an, das ist Hauf, soll man anfangen. Ja, das Hauf. Also wenn wir jetzt schnell zu mir gehen, es gibt keine Items hier drin. It's almost impossible to figure out via practice. Dann West. Das soll riesengroß sein. Auch davon nur sehr wenige Teilbereiche. Ich suche mein Zettel dazu. Verschwunden. Das ewigen Strudel der Zeit. Und ach hier. Überraschenderweise, ich habe es doch gefunden. So, das vierte Pumprätsel, was ich hier gerade sehe, das ist eins, wo man einfach hingeht, wo es gar keine Wege gibt. Man kommt einfach damit zum Boss. Okay. Na, übrigens nicht meine Frage. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind nach South, nach West. Jetzt gehen wir mal nach South. Jetzt gehen wir mal weiter nach South. Direkt weiter nach Osten. Ja, moving faster. Northern. Ich glaube, mit dem Südling hätten wir es auch geschafft, würden aber wahrscheinlich einen Zyklus zu lange brauchen. Gradually speeding up. The northern two eastern passages haben wir gemacht. Weiter geht es weiter nach Osten und dann geht es nur noch nach Westen. Hätten wir, glaube ich, als wir hier storymäßig waren, auch Riesenprobleme im Emulator. Zu erinnern. An uneasy feeling pervades the area. Ja, wir brauchen ja 16 Wicht. Der lässt einen noch nie in Ruhe, oder? Also mach den jetzt mal, ich will ja 500.000 Geld kommen. Ich habe heute eine ungewöhnlich hohe Crit-Rate, wie ich finde. Gut. So, das können wir wegpacken hier. Den Zettel brauchen wir nicht mehr. Was haben wir? Was hat? Wie steht denn der zu Eis? Moment, wer ist das?
Nidhogg-Röhre, kein Eis. Nein, das heißt kein Eis. Setz aus. Oh, come on. Jetzt bekomme ich, glaube ich, gar nichts. War es wirklich verschwendete Liebesmühe? Jetzt sind wir in den südlichen Tunnel. Sind wir schon fast durch, glaube ich. Ja, wir sind fast durch. Das ist unser Bossgegner in der nächsten Folge. Könnte man sagen, der heißt Orochi. Das ist der Boss dieses Teilgebiets. Der wird sich uns beim nächsten Mal in den Weg stellen. Ich werde jetzt offscreen noch ein bisschen grinden, bis ich 500.000 zusammen habe, um ihn dann 0 Death zu kaufen. Ja, die Mantras, die wir brauchen für ihn, setze ich beim nächsten Mal dann onscreen. Da können wir uns direkt selbst mit vorbereiten und dann schauen wir mal, was uns so erwartet. Das war's. Beim nächsten Mal schließen wir das Gebiet ab, dann gehen wir nochmal ein Stückchen weiter und gucken mal, ob wir Magic Noises farmen können. Ja, und dann gehen wir wahrscheinlich in die nächsten Waterways, und zwar sind das dann die in Manipura. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.